Hallöchen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fußballmanager 22. Ja, wir haben Winterpause und ich habe mir offscreen ein paar Spieler rausgesucht, die uns vielleicht helfen könnten. Was wir aber als erstes mal machen, wir gehen mal kurz im privaten Bereich. Ich frage mich ehrlich, wo die... Ach... Jetzt weiß ich, wo der Minus herkommt. Da hat die Brigitte wirklich mal eben mal so ein Pferd gekauft. Oder eine Sauna. Also, da weiß ich auf jeden Fall, was ich jetzt erstmal mache. Mal gucken, können wir da irgendwie die Sachen wieder verkaufen? Nee, können wir nicht, ne? Ach Mann, ey. Wir können den Geldhahn zudrehen. Nee, also wir trennen uns von der. Also die gibt einfach mal die Kohle aus. Die Brigitte. Das ist eine kleine Schuldenfalle hier, du, mit der. Ja, wissen wir auf jeden Fall nächstes Mal Bescheid. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal, wie gesagt, keine Partnerin hier suchen. Brigitte ist ja erstmal Geschichte. Ey, wir haben kein Geld. Und was macht die? Kauft sie erstmal ein Pferd. Und eine Sauna. Obendrein. Warum denn nicht? Hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich das direkt ausgemacht. Das war vorher eigentlich nie so, oder? Kommt mir das nur so vor. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar Spieler rausgesucht. Die drei sind es. Aber ich habe auch geguckt, ob die auch gehen, so nebenbei. Ich werde auf jeden Fall den Weinberger mir holen, den Konstantin Brenner. Gut, der kann jetzt nur RM spielen. Dafür ist ja das Positive zum Beispiel, dass der Salatic links spielen kann. Zwar ein bisschen schwächer, aber ist ja auch nicht schlimm. Kann man den irgendwie so ein bisschen trainieren darauf? Trainingsziele. Linker Mittelfeldspieler. Ja, direkt 100% würde ich sagen. Soll er erstmal trainieren. Damit er eingefleischter LM ist. So, wie gesagt, wir holen uns dann auf jeden Fall den Weinberger. Absolute Schmerzgrenze, ja. Zweites Fenster, genau. Angebot unterbreiten, dann Konstantin Brenner. Dann den Graschi, genau. Und Stürmer wollte ich mir auch holen. Da war ich natürlich am Überlegen, ob ich ein bisschen die Aufstellung ändere. Und zwar in ein 4-4-2-System. Da wären natürlich die DMs weg. Dann wäre RZM. Ja, die können jetzt nicht allzu viel in ZM spielen. Der Bilo und der andere Fischbach hier. Der Maximilian Fischbach und der Bilo. Aus diesem Grund, ja, wir haben so viele DMs, ne? Hier zum Beispiel Salanovic, den würde ich gerne als ZM trainieren lassen. Dann. Aber da gucken wir erstmal, ob ich vielleicht doch nur einer Sturm lasse. Aber gucken wir halt. So, wie gesagt, die Spieler holen wir jetzt erstmal. Termine haben wir alles. Mitgliederkampagne haben wir auch. Genau, wir hatten News. So, Transferliste gesetzt. Ja, angenommen. Perfekt. Scout kehrt zurück. Genau, ich hatte mir ja einen Scout geholt. Da müsste ich aber eine letzte Folge gemacht haben. Verlief ohne nennenswerte Ereignisse. Alles klar. Sponsorentag durchgeführt. Ihre Sponsoren brannten darauf, zu ihrer Einladung zu erscheinen. Sie sind mehr als zufrieden mit ihrer bisherigen Leistung. Ja, wie man es nimmt, ne? Stimmung steigt um einen Punkt in der Mannschaft. Ja, Sommerauer, genau, den haben wir uns auch geholt. ZM-Spieler. Perfekt. So, war denn sonst noch irgendwas? Ja, Teamdynamik können wir ja ein bisschen mal was drauf machen. So, Salatic, gut trainiert.
Wir schauen mal, wie lange die alle so her sind. Kevin Pfeiler. Gut trainiert. Wie geht's der Familie? Oh, 26.09. ist aber schon ja, länger her, ne? So, den haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, was sollen wir da mit dem sprechen, ne? Der konnte bis jetzt noch kein Spiel spielen. Weil er sich ja verletzt hat, leider. Aus diesem Grund. So, gucken wir mal, ist hier, ja, hier ist noch jemand von November, der Makijewski. Sonst noch jemand, ja, hier der Humpelöder. Unser zweiter Torwart sozusagen, glaube ich. So, dann geht es auf jeden Fall weiter. Ja, leider hatten wir zuvor noch keine Gespräche. Wer ist denn das jetzt? Der Weinberger. 23 Jahre jung, vereinstreu, schwache Nerven. So. Ach, guck mal, findet der sogar fair. Auflaufprämie, was ist, wenn wir das entfernen? Ah, findet der nicht mehr so toll. Aber wir können ja zu Null Bonus machen. Das ist... Ja, da müssen wir auf jeden Fall weniger zahlen, ein bisschen. Nicht Abstiegsprämie. Ah, davon hält er nichts. Ja, dann würde ich eher doch lieber zu Null Bonus. Option für Verein würde ich machen, 2 Jahre. Findet der akzeptabel, ist dann noch in Ordnung. Bei Abstieg, Gehaltskürzung, ja, finde ich auch noch okay. Handgeld kann er von mir aus 160 Euro haben, ist auch kein Problem. So, jetzt kommt Graschi. Vereinstreu, das ist eigentlich immer gut, wenn er vereinstreu ist. Da will ich 5 Jahre machen. Boah, der möchte aber richtig viel Kohle. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel der haben will. Boah. Nee, also den Graschi, den können wir uns auf jeden Fall nicht leisten. Wenn dann nur für 2 Jahre. Und dann noch niemals, ne? Ja, da müssen wir leider abbrechen. So, dann kommt dann Konstantin Brenner. Ah, Benner, nicht Brenner. Komm ich auf Benner. Ach, Brenner. So, Handgeld können wir ja streichen. Braucht er nicht. Auflaufprämie auch weg. Option für Verein, würde ich sagen. 2 Jahre. Anteil am nächsten Verkauf. Bla bla bla. Ja, da brauchen wir alles nicht, ne? Perfekt. 3 Jahre. Machen wir direkt 5 Jahre raus. Wir es einige Male spielen. Jetzt bin ich am Überlegen. Aber müsste reichen für die Stärke her. Von der Stärke her, so meine ich das. Ja. Findet ihr auf jeden Fall sehr fair. Alles gut. So, Weinberger und Benner wechseln ab. Lösefrei. Ja, mit Stürmer, wie gesagt, das hat sich dann erledigt. Die wechseln alle ablösefrei. Er hat trainingsreich Ballkontrolle. Ja, da würde ich sagen, wir lassen das. Mit dem Graschi. Er ist wirklich zu teuer, muss ich sagen. Von daher, ja, normalerweise würde ich dann gerne nach einem neuen Stürmer gucken. Aber das ist schwierig halt, ne? Der ist 30 Jahre alt. Mühltaler. 28. Ja, da müssen wir echt mal gucken. Also wir lassen jetzt den Mike Träger erstmal. Weil der Graschi, wie gesagt, der ist echt teuer. Von daher lassen wir den. Ich würde auch so machen, dass Ibrahimo als zweiter Innenverteidiger sozusagen ist. Und der Mohr zum Beispiel, ja, den würde ich jetzt in der zweiten Mannschaft versetzen, weil Makijewski, der sollte sich eigentlich auch mal verbessern. Der Heck, ja, das ist auch so eine Sache, ne? Mann, ey, das stört mich aber. Hätte ich das mal eher gewusst, dass die Frau einfach irgendwann einkauft. Weil wie gesagt, ey, wo ich das bei Manager 21, da war das Problem nicht. Mann.
Aber beim nächsten Mal wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Scout kehrt zurück. Was hat er denn gescoutet? Ach, guck mal, der hat 28, der Banner. Aber nur einen halben Stern, ne? Guck mal. Ja, der Hauk, ne? Der war auch cool. Aber der möchte nicht. Das ist natürlich schade. Wäre auch cool gewesen. Scouting abgeschlossen. Der Konstantin Benner. So, 28 hat er auf jeden Fall. Aber ist schon mal, ist eigentlich ganz gut. 28 reicht uns. So, Wahlfußballer des Monats Dezember. Da haben wir Joboschlei von Leipzig. Dann haben wir den Niakbu von Sturm Graz. Lukaku von Chelsea. Dann haben wir Milinkovic Savic von Lazio Rom. Niederlande. Da haben wir den Verhoes von Alkmaar. Spanien. Benzema aus Real Madrid. Die Schweiz. Hefti von Young Boys. In der Türkei haben wir den Türüç von Basakce hier. Uyan Paulo spielt bei Rizespor. Wales. Declan McManus von The New Science FC. Und in die USA Ramon Abila, DC United. So, über welchen Fortschritt als Trainer des SV Hassel haben Sie sich zuletzt gefreut? Sagen wir mal, die Reservisten legen sich gut ins Zeug. Moral alle plus 2. Perfekt. Wenn er direkt als alle gilt. Nice. So, Sommerauer ist jetzt bei uns. Jetzt haben wir erstmal hier Auf- und Abwertung. Schauen wir uns mal genauer an. So, Pramel hat gute Leistung. 100%iger Rückhalt. Das gibt schon mal plus 1. Heck, viel von Mitspielern gelernt. Auch plus 1. Mohr, gute Leistung. Fofana, gute Leistung. Stellungsspiel verbessert. Gibt direkt einen Punkt mehr. Ja, Weinlander hat leichtes Übergewicht. Und Ibrahimo, Stellungsspiel verbessert. Ja, hört sich doch schon auf jeden Fall positiv an. So, Rücken Nummer 25, ja, kann er machen. Nummer 4 ist Infotürger, passt. Sommerauer 26, okay. Kitsumo Dibedi jetzt stärker. Spieler sind froh über Neuverpflichtungen. Ja, der Fischbach natürlich nicht. Verliert erstmal 10 Moralpunkte. Obwohl die sowieso zusammen... Ah ne, warte mal. Salatic ist auch... über Neuverpflichtung nicht gerade so erfreut. Ja, was soll man machen, Leute? So, so wäre jetzt die Aufstellung. Salatic rechts, links Benner. Ah, okay. Ja, ist für mich eigentlich irrelevant, wer links oder rechts spielt. Ist jetzt keine richtige Verstärkung gewesen, sehe ich gerade. Ja, der Mohr, wie gesagt, der kommt in der zweiten Mannschaft in die Reserve verschieben, dauerhaft. Dann spielt Ibrahimo. Der Heck ist dann auf der Bank. Makiewski nicht. Ja, gut, ne? Herr Strengert ist wieder da, aber der muss halt erstmal reinkommen. Ödikofen, ja, 22er Stärke. Den würde ich auch eher einsetzen. Ich würde sagen, der muss aufgestellt werden. Schreiben wir. Vorzugte Position linker Verteidiger. Muss aufgestellt werden. Machen wir nämlich so. Damit er sich nämlich verbessert. Weil der ist ja 17 Jahre jung, 1,5 Sterne. Ja, mit Salanovic, ne? Sollen wir jetzt. Ja, gut, wir lassen ja so. Weil wir haben eh nur einen Stürmer. Weil der Greischi ja nicht kam. Wie sieht es kalendermäßig aus? Ja, diesen Januar müssen wir jetzt noch so hinbekommen. Wir haben ja eh nichts vor. In der Winterpause. So, persönlicher Sponsorenvertrag. Ja. Nehmen wir an. Neuer persönlicher Sponsorenvertrag. Vielleicht, dann kriegen wir wenigstens mal wieder Plus irgendwann rein. Oh, guck mal, da haben wir doch die Transfers hier.
Tagliafico von Ajax nach Atletico Madrid für 15,5 Millionen. Ah, hier haben wir Transfer der Woche. Hoffenheim hat sich jemanden geholt. Jetzt mal hier Amala wechselt von Lüttich nach Bochum für 5 Millionen. Alvarado von Cruz Azul nach Hoffenheim für 4,4 Millionen. Bruno Peres von Trabzonspor nach Hoffenheim 3,8 Millionen. Kurzawa von Paris nach Espanyol. Was haben wir denn noch Schönes? Oh, nichts Wildes, ne? So keine wilden Transfers. Oh, Schalke, Spreni. Wechsel von Paderborn nach Schalke. Waren auf der Suche nach einem Stürmer. Danny da Costa von Frankfurt nach Bochum für 1 Million. Dann haben wir hier noch Johannes Geis von Nürnberg nach Bochum für 950.000. Alles klar. Ja, wenn, dann will ich auch Geld in der Bilanz einbringen. Und ja, wenn so eine Frau halt mal ein Pferd kauft oder einen Sommer kauft, ja, dann sieht es natürlich übel aus. Ne? Das ist ja natürlich klar. Also auch Trainingsziel erreicht. Mal gucken. Bin ich mal gespannt. Pramel, Flugparaden. Können wir mit dir sprechen? Gut trainiert. Vor der Saison verbessert. Gibt 5 Moralpunkte. Perfekt. Idee für Fanartikel, damit beschäftige ich mich nicht. Das macht der. Der Dingsbums. So, Transfers. Jannes Horn wechselt von Köln nach Nürnberg für 1 Million. Alles klar. Bis jetzt kam auch noch keine Nachricht für Mitgliederkampagne, ne? Aber da haben wir auf jeden Fall eine gemacht, meine ich. Ich habe seit 2 Tagen nicht mal aufgenommen. Deswegen weiß ich das gar nicht. Warum müssten wir eigentlich? Ich wusste, dass wir auf jeden Fall in Schulden sind. Und also Privatvermögen mäßig. Und ich wusste, also ich kann mich daran erinnern, dass wir Mitgliederkampagne gemacht haben. Aber wir können ja mal vorher mal einmal gucken. Wir können, ja, okay. Da haben wir doch schon eine gemacht. Und ich wusste gar nicht, dass man einmal in der Saison eine machen kann, aber da weiß ich ja jetzt dann auch. Bagé wechselt von Barcelona nach Paris für 10,5 Millionen. Ich aus Paris. So, was haben wir denn sonst noch für Transfers? Oh, Sobotka wechselt von Düsseldorf nach Schalke, aber die rüsten sich auf, die Schalker. Bei 1,4 Millionen, dafür, dass sie kein Geld haben. Übler Wechsel von Freiburg nach Nürnberg für 1,2 Millionen. Torben Rhein von Bayern 2 nach Düsseldorf für 850.000. Rota von Karlsruhe nach Sampdoria Genua für 700.000. Alles klar. Valde von Barcelona nach Teneriffa für 480.000. Aber per Laie. Trainingsziel erreicht. Transfersmarkt schließt in 2 Wochen. Interesse an Oedekhofen. Nein. So, Trainingsziel erreicht, Mike Träger, Schusskraft. So, gut trainiert. Kübler ist verletzt, verstauchter Knöchel. Ja, ich denke mal, ein Spiel schaffen wir, wenn nicht sogar 2. Büsing erreicht Trainingsziel. So, Transfers. Anthony Jung wechselt von Bremen nach Sampdoria Genua für 2,4 Millionen. Ryan Thomas von Eindhoven nach Fürth für 2,4 Millionen. Dann haben wir Marta von Young Ajax nach Heidenheim für 1,5 Millionen. Young Ajax. Chandler von Frankfurt nach Dresden für 925.000. Ja, verstärken sich auf jeden Fall alle. Aber ist ja normal. Zweite Transferperiode endet. Aber weiß, vielleicht können wir ja mal einen Stürmer holen, aber zur Not für die nächste Saison. Wollen wir uns mal ein.
Ich glaube, dann werden wir auch ein bisschen anders spielen. So, Trainingsziel erreicht. Pumpenöder, Stellungsspiel. So, Spielergespräch. Gut trainiert. So, Ibrahimo hat 25, ne? Hujo hat 21, Oedikhofen auch. High Fitness lässt ein bisschen zu wünschen übrig, ne? Salanovic würde ich auch gerne schon reintun. Machen wir auch mal Spielerinfo, muss aufgestellt werden. Und dann im bevorzugten Bereich DM. So, dann ist Fischbach und Salanovic drin. Salatic. Oh, Strengert ist drin. Okay. Ja, gut. Da kann er mal von seiner besten Seite zeigen. Ascari würde ich jetzt hier rauspacken. Weil wir brauchen wenigstens einen Außenmittelfeldspieler. Benner ist draußen. Ha! Lustig. Geht lange Wege, nachtragend. Ja, ist halt so eine Sache, ne? Ja, kann sein, dass wir einen Fehleinkauf gemacht haben. Aber ist auch nicht schlimm. Wer weiß, vielleicht verbessert der sich noch und dann kommt er. So, Romero wechselt von Eindhoven nach Nürnberg für 3,6 Millionen. Und Schalke hat sich wieder eingeholt. Kongolo von Herrenwehen mit 2,3 Millionen. Schuranov von Nürnberg nach Freiburg für 2,2 Millionen. Also da muss doch mal der Aufstieg glücken. Jed Wallace von Millwall nach Frankfurt für 1,5 Millionen. Dann haben wir Jego von Aris. Salonicke, glaube ich, oder? Thessalonicke, okay. Wechselt nach Bremen für 900.000. So, Demirovic, Inne, Fußballer des Monats in Deutschland. In England haben wir, ja, einen von Man City auf jeden Fall, Sterling. In Italien, Morata von Juventus. Aus den Niederlanden, Carlsson von Alkmaar. Spanien, Asensio von Real Madrid. Dann in der Schweiz, Ebischer von Young Boys, Bern. In der Türkei haben wir den Salarien von Besiktas. In Wales haben wir Declan McManus, schon wieder von The New Science FC. Und ja, Jamil Azar von DC United. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs. So, wir sind die einzige Mannschaft, die da welche geholt hat. So, die meisten, die ausgegeben haben, ist ja Paris, ne? Für 27,5 Millionen für einen Spieler. Die anderen, der zweitplatzierte hatte 25 Millionen gerade für drei Spieler. So, wir spielen gegen FC Scholten. Die Rückrunde beginnt, liebe Leute. Schauen wir mal, wie wir starten. So, Burjo hat erstmal keine Lust zu spielen, weil er weiß, wir sind eh nicht drin. Ja, Salatic würde ich aber trotzdem für Skade reintun. Ja, mit Benner, ne? Das ist halt jetzt so eine Sache, ne? Pfeiler ist drin, Strengard ist drin. Der hat nicht so viel Fitness, ey. Da würde ich doch den Benner reintun. Und der Strengard braucht erstmal Fitness, der Junge. Würde ich sagen. Und da machen wir jetzt erstmal Ballstöße und Ecken. So, so sieht unsere Elf auf jeden Fall aus. Wir haben uns in der Abwehr auf jeden Fall verstärkt. Ja, Mittelfeld kann ich jetzt nicht so sagen. Das war es aber auch. Und im, doch, im Mittelfeld der Sommerauer. Genau, höchster Formgewinn, der Ibrahimo. Direkt im Spielergespräch, gut trainiert. 5 Moralpunkte. Ja, und dann wollen wir mal loslegen, wa? Schauen wir mal. Gegen FC Scholten, die stehen auf Platz 14. Wie auf Platz 11.
Wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall gerne höher kommen. Schauen wir mal. Mal sehen, was passiert. 0 zu 1 für den Gegner, Gottschlich. 0 zu 2. 1 zu 2 durch Träger. zu 3, 1 zu 4. Boah, was ist denn da los schon wieder, ey? Ja, wir verlieren 1 zu 4 gegen FC Scholven. Also der Rückrundenstart. Boah, was heißt Rückrunde? 1-0 gewinnt Feldhausen gegen Altenessen Süd. Altendorf und Kotte gewinnen 1-0 gegen SC Hasse. Wir verlieren 1 zu 4 gegen FC Scholven. Erster FC Scholven verliert 0 zu 2 gegen SG Buhr. FC Buhr gewinnt 2-1 gegen Fortuna Gladbeck, die zweite. Erster FC Schultendorf gewinnt 2-1 gegen TSG Schultendorf. BW Gladbeck 2 spielt 1-1 gegen Grün-Weiß Zwickel. Und FC Zwickel gewinnt 2-1 gegen SV Altendorf. Humpenöder kauft Luxusauto. Ja, natürlich. Kann er sich das denn leisten, wenn er gar kein Geld kriegt? So wirklich. So, ich will mal gucken, wie der Manager aufstellen würde. Eher so durch die Mitte, ne? So, keine Außenspieler drin. Können wir ja einmal testen. Da haben wir hier noch einige spektakuläre Transfers. Ne, haben wir nicht. Ja, dann würde ich mal die Aufstellung jetzt lassen, was der da spielt. Bin ich jetzt mal gespannt. Wir spielen gegen SG Buhr. Stehen auf Platz 9. Das kann echt nicht sein, dass wir solche Klatschen kriegen, ne? Aber jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ey. Sagen wir jetzt mal nichts. Dings hier reicht. Ibrahimo. Maximilian Fischbach hat auch Trainings hier erreicht. So, das eine Spiel machen wir auf jeden Fall noch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weinlander kriegt erstmal gelb. 1-0 für den Gegner Hirscher, der Torschütze. 2-0. Kevin Giese. Das sieht nach einer Niederlage wieder aus. 2-0 Niederlage gegen SG Buhr. So, Grün-Weiß-Zwickel spielt erstmal 1-1 gegen den ersten FC Schultendorf. TSG Schultendorf spielt 1-1 gegen FC Buhr. Fortuna Gladbeck, die zweite, verliert 1-3 gegen den ersten FC Scholven. SG Buhr gewinnt 2-0 gegen uns. FC Scholven verliert 0-3 gegen SG Altendorf. SC Hasse gewinnt 4-2 gegen GW Altenessen Süd 2. Altendorf, SV Altendorf gewinnt 3-0 gegen BW Gladbeck. Und FC Zwickel gewinnt 3-0 gegen FC Feldhausen. Ja, Weinlander ist frustriert, ich auch. Aber wie gesagt, die erste Saison ist immer holprig in der Kreisliga. Deswegen, ja, ich werde mir auf jeden Fall, wie gesagt, mal einen Kader zusammenbauen für die nächste Saison. Da werden wir auf jeden Fall, ja, gerne um den Aufstieg spielen. Von daher, liebe Leute, verabschiede mich erstmal von dieser Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ich werde mal auf Screen mal kurz ein paar Formationen durchschauen, was zu uns passen könnte. Von daher werde ich euch dann nächste Folge dann zeigen, was ich so vielleicht ein bisschen was herausgefunden habe oder so. Aber bis da sage ich, halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.